Turmnuss spielt Spiele, in denen er Leute umbringt. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge. Ich muss hier mal schon anfangen, weil guck mal beim guten Ashley J. Williams. Was ist das? Hat er was dabei? Hat er es nicht? Man weiß es nicht. Wir sehen uns gleich im Trial. What the fuck ist das? Gott sei Dank. Jetzt aber richtig damit. Willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight mit mir, dem Terminus. Die haben das Offering für Raccoon City mitgebracht. Aber auch das vier hier. Lucky. Sehr lucky. Ist das wieder ein Scheißspot für mein Totem? Es ist in der Hütte. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Hier ist aber gerade keiner, also ist es vielleicht gut? Okay, die fahren Skillchecks. Das ist schon mal praktisch. Wir haben dabei Ruin. Weil ich das jetzt habe und auch nutzen will und es auch viel besser ist. Wir haben dabei Sloppy Butcher. Nurse's Calling, was damit so ein bisschen synergieren soll. Und Thanatophobia. Sind Leute verletzt, kriegt das ganze Team 5% Debuff auf so ziemlich alles. Heilen, reparieren, bliblablub. Und so weiter und so fort. Gehen wir zu dem Haken. Dann können wir gucken, ob in dem Keller einer ist. Hören, besser gesagt. Nicht, dass ich wüsste, okay. Fucking! Ja, was soll man machen? Ich muss Undying mitbringen. Ich habe aber Undying noch nicht. Und wer ist hier? Ja, wie geht's? So nämlich nicht. Und ich werde dich nicht mal in den Käfig stecken. Ich werde jetzt in Chen treten, dich an den Haken hängen und mir schön Zeit lassen. Ich hab's nicht gemacht. Das ist schon wichtig, dass ich den ganz trete. Du hast mir meinen Ruin weggenommen. Und das fand ich nicht. Okay. Schlaf schön. Währenddessen in der Heldenhöhle haben sie sich sehr viel Zeit gelassen mit Heilen. Weil mit Sloppy Butcher dauert das einfach sehr lange. Und sie dürften... da wieder sein. Sehe ich was? Ja. Hallo. Wollen wir allerbeste Freunde sein? Ich gebe ihr einfach eine. Dann trete ich ihr gegen. Dann sehe ich, wo er hinrennt und kann mir Thanatophobia vielleicht noch ein bisschen mehr absnacken. Du bist in die Schule. Links, rechts, oben, unten. Ah, das ist unpraktisch, ne? Wo seid ihr hin? Da hinten laufen sie. Hier waren sie zu dritt tatsächlich. Komm her, Freund. Müssen wir Ding benutzen? Nein. Müssen wir Palette benutzen? Nein. Fucking! Ich bin mehr Range gewohnt. Das kostet mich jetzt den einen oder anderen Gen. Ja, ins Haus ist nicht. Ich sollte ihn jetzt haben. Jetzt wieder hier. Das ist immer noch Regressing, sehr gut. Du hast nicht Decisive Strike, oder? Nö. Schön, schön. Ein Gen weg, dafür ist er... Ich muss ihn nur noch einmal erwischen. Und weil er noch tormented ist, kann ich ihn dann einfach umbringen. Das ist gerade mein... Glück. War nicht ein Gen? Und der Gen, an dem er war, ist halt sehr weit regressed.
Sprint Boost. Ja, dann. Oh, dass du von der Hütte weggehst und mich zu meinen Freunden bringst. Ich würde dich gerne tarnen, weil einer wird an den Gen gehen. Er heilt sich. Nee, du. Du hast auch kein Decisive Strike, du bist jetzt tot. Hast du Dead Heart? Nope. Also selbst wenn er Decisive Strike hat, ist halt egal. Versteht mich nicht falsch. Gut läuft's nicht. Oh nein. Gut läuft's nicht. Aber einer ist tot. Hier oben war keiner. Wir wissen, da hinten habe ich gerade gegengetreten. Also müssen wir jetzt in die Schule gucken. Dass die immer so früh Ruinen kaputt machen. Mann, die Ruinstellen sind in letzter Zeit aber auch echt. Bitte was? Da hat ja einer einen Schlüssel. Da hat ja einer knallharten Schlüssel dabei. Aber die Luke müsste jetzt wieder zu sein. Da ist ein Haken. Was heißt, ich muss nicht. Na, ja, wobei, es ist hier auf der anderen Seite. So, dann weiß ich nämlich, wo der ist. Und wir gehen jetzt mal zu den Gens, weil. Wichtig. Das Gute an dem ist, dass es ein Einsatz-Gen. Hier können nicht zwei arbeiten. Das hilft natürlich extrem. Und jetzt wissen sie, dass sie hier vom Haus waren. Und den Gen nie angefasst haben. Den hier lang gerannt. Jo, hier noch Scratch Marks. Tut mir leid. So nicht. Oh, da liegt dein Freund. Das ist auch schön. Soweit ich weiß, ist ja auch ein Haken. Direkt an dem Einsatz-Gen. Was ich sehr toll finde. Wenn ich jetzt aber wüsste, wo die Luke ist. Wo ist er entkommen? Wo ist er entkommen? Wenn ich da eine Ahnung hätte, ey. Weil das muss ich jetzt natürlich finden. Da sind mir zwei entkommen. Schlüssel sind doof. Er wusste es schon, okay. Ja, ganz ehrlich. Luken sind eine komische Sache. Weil er hat halt jetzt die anderen alleine gelassen. Und der letzte wusste nur zufällig, wo die ist. Oder hatten die irgendwas dabei dafür? Ah, nee, tatsächlich. Darauf sollte ich vielleicht achten. Killer Shake. Darauf sollte ich wirklich achten. Das hat sogar er mitgenommen. Und er hatte den Schlüssel dafür. Was ein Assi. Wieso kriege ich eigentlich schon wieder Rang 1, Leute? Das Matchmaking ist auch komisch. Vielleicht soll ich aber nicht früh morgens spielen. Egal. Falls euch diese doch wieder kürzere Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der hätte zumindest... Er war vielleicht sauer, weil er nicht nach Raccoon City konnte, wegen ihr hier. Aber er hätte doch wenigstens warten können, bis sie sich sammelt. Zumindest zu zweit. Weil... Das ist halt alleine abgehauen. Und der hat dann noch gewusst, wie Luke ist, weil es sein Ding war. Ich glaube, die haben zusammengespielt, weil... Aber Killer Shack und Raccoon City Sekunde. Das verstehe ich nicht. Egal. Termin ist raus. Bis zum nächsten Mal. Discord-Link in der Beschreibung. Bye, bye.